Herzlich willkommen hier von der dritten Etappe bei der Familie Kriebeneck-Häuserer beim Reitclub Weinland. Entschieden die dritte Etappe, alle Bewerbe nun vorbei. Bei mir die Siegerin über 1,15 Meter für das Team Grazetta RC Styria West, Sonja Schutting. Nicht nur das 1,15 Meter Springen gewonnen, hierzu herzlichen Glückwunsch, sondern auch die Führung weiterhin ausgebaut in der Wertung bester Reiter. Beste Reiterin in dem Fall. Hier gibt es ja dieses Jahr auch wieder einen wertvollen Preis zu gewinnen, nämlich einen Renaissance-Sattel aus dem Hause Horse Experts. Ja, jetzt zu dir. Herzlichen Glückwunsch. Wie war es für dich? Wie sind die Eindrücke für dich hier bei der dritten Etappe der Team Tour 2023? Ja, danke für die Glückwünsche. War eine sehr gute Runde, finde ich. Es ist alles aufgegangen, was ich mir vorgenommen habe. Cincina war wieder perfekt, wie man sie kennt. Er hat voriges Jahr mit Julia gewonnen hier und ja, es war eigentlich wirklich eine richtig gute Runde. Bodenverhältnisse hier beim Reitclub Weinland, der Regen hat uns ja Gott sei Dank weitestgehend verschont. Ein bisschen war er da, auch Anfang der Woche schon. Wie waren die Verhältnisse? Nein, man muss sagen, hätte ich mir nicht gedacht, dass es so lange anhält, weil es hat eigentlich nur immer ein bisschen geregnet, aber Bodenverhältnisse sind super, also kann man nichts aussetzen. Sehr gut organisiertes Turnier. Wunderbar, das hört man gerne, das wird auch unser Veranstalter natürlich gerne hören. Das Finale dann in Kürze beim Reitclub Markus, bei der Familie Sauruck. Bist du hier am Start? Ja, zum Sauruck werden wir natürlich auch fahren. Wir haben bei allen Teilbewerben dabei und Liebing freuen wir uns schon. Ja. Dann wünschen wir dir alles Gute dahin, alles Gute, danke fürs Kommen.